Herzlich willkommen zurück bei Kreativ Shortcuts. Eine Frage, eine Antwort. Ja, da sind wir nochmal mit einer weiteren Frage, die jetzt gerade im Herbst uns alle wieder sehr beschäftigt, wenn die Theater wieder aufmachen und jetzt auch plötzlich wirklich Entscheidungen treffen müssen, was sie denn in den nächsten Wochen und Monaten spielen dürfen, auch anhand der jeweiligen Beschränkungen in den entsprechenden Bundesländern. Und dabei ist eine Frage, die auch an mich herangetragen wurde. Zum Beispiel, ich sollte singen das Stück, sagen wir, Tristan und Isolde oder einen großen Strauß mit also einer großen Orchesterbesetzung und das Theater beschließt aber jetzt stattdessen zum Beispiel Orfeo zu spielen oder eine Mozart-Oper mit kleiner Besetzung und leider Gottes passt dann eben die eigene Stimme nicht dafür, dass man das einfach ersetzen könnte und die Theater ersetzen erstmal die Produktion und sagen sie ab. Wie sollte man da am besten reagieren? Im Prinzip ist das dieselbe Situation. Ein Vertrag ist geschlossen worden und man kann das Theater anmahnen und sagen, dieser Vertrag ist mit diesem Inhalt geschlossen worden. Ich könnte meinen Teil erbringen und deswegen möchte ich bitte eine Auszahlung des Honorars. Jetzt ist es ganz klar, dass es in diesen Zeiten natürlich auch für die Theater schwierig ist und dass man selbstverständlich, dazu rufe ich ja auch auf, kompromissbereit zu sein und zu sagen, wie können wir gemeinsam diese Sache bewältigen? Und da gibt es sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten. Natürlich ist das Verschieben einer Produktion möglich, aber bitte dann mit Regeln, die, wenn das wieder nicht klappt, bitte die Gage dann tatsächlich auch garantiert. Und da fordere ich eben auch die Theater auf, faire Lösungen zu suchen. Es gibt jetzt auch sehr viele positive Beispiele in der Vergangenheit oder der letzten Monate, dass Regelungen gefunden worden sind, eben doch in die Kurzarbeit hineinzukommen, dass Regelungen gefunden worden sind, Liederabende zu gestalten, Ersatzveranstaltungen. Und da sind die Möglichkeiten der Theater größer, als wir uns das vorstellen. Und deswegen gilt es auch nicht im Sinne einer Konfrontation, sondern im Sinne einer klugen Verhandlung mit guten Argumenten, eine Lösung gemeinsam zu finden. Und hier ist auch zu sagen, dass es gibt ja, und das können wir deutlich sagen, die Theater mindern das Prozessrisiko, indem sie teilweise mit der Angst, der Kollegen arbeiten. Indem diese Angst und diese Hemmschwelle, etwas gegen das Theater zu unternehmen, ganz groß ist. Und das ist ja auch nicht von der Hand zu weisen, dass die Befürchtung, dann nicht mehr engagiert zu werden, im Raum steht. Hier möchte ich eines sagen. Ich glaube, dass viele Intendanten, Betriebsdirektoren, Operndirektoren und Verwaltungsdirektoren, wenn sie selber anders könnten, vielleicht ganz andere Lösungen vorschlagen würden. Und dass es oft an den Trägern liegt, an den Geldgebern, die Träger der Theater, die Direktiven ausgeben, an denen sich eben auch unsere Vorgesetzten unmittelbar halten müssen. Das heißt, ich sage im Umkehrschluss, wehren wir uns gegen solche ungerechten Behandlungen, schlägt das nicht immer darauf zurück, dass wir im Theater schlecht angesehen sind, sondern vielleicht wartet der eine Verwaltungsdirektor oder der andere Intendant gerade darauf, dass wir uns dagegen wehren. Und deswegen kann ich dazu nur ermuntern, auch hier mit dem Theater oder mit dem Träger einen Kompromiss zu finden. Ja, also das kann ich auch nur ganz klar bestätigen. Also ich hatte auch genauso ein Telefonat mit einem Intendanten, der sagte, bitte, also als er gerade auch in den Verhandlungen auch mit seinem Träger stand, bitte schreib mir so einen Brief, quasi bitte verklag mich, damit ich auch einen Grund habe, eben ein Prozessrisiko darzustellen. Du hast ja auch erzählt gehabt, dass manche Theater dann erst auf das hin dann ihre Träger davon überzeugen konnten, dass es vielleicht cleverer ist, jetzt zum Beispiel 50% auszubezahlen, als darauf das Risiko zu haben, was ich für 500.000 Euro entsprechende Gastverträge noch voll erfüllen zu müssen, falls die eben alle klagen würden.
Absolut. Ich habe dann dieses konkrete Beispiel haben wir. Da ging es in den ersten Tagen des Lockdowns ist in einem Fall der Verantwortliche zu den Trägern gelaufen und hat gesagt, ich habe jetzt ja drei Expertisen von drei Anwälten, die sagen, diese Verträge sind alle auszuzahlen und deswegen habe ich hier ein Prozessrisiko von 800.000. Ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Ich habe jetzt, ich zahle 50% aus, das bringt uns 400.000 Euro. Sind Sie einverstanden oder nicht? Das ging innerhalb von wenigen Tagen durch. Und das ist immerhin ein Weg, wo man sich die Hände reichen kann, wo man sich in der Kantine begegnen kann und wo man sieht, dass es mit einer geschickten Verhandlung auch von Seiten der Theater den Trägern gegenüber auch zu konstruktiven Lösungen kommt. Obwohl, wie gesagt, meine Auffassung ist, 50% reichen nicht, aber viele Kollegen wären froh, sie hätten das angeboten bekommen. Und da geht es auch darum, die Theaterleitungen aufzufordern, mit ihren Trägern in Verhandlung zu gehen. Und da hilft natürlich auch jede Klage, wo die entsprechende Theaterleitung eben sagen kann, sehen Sie, hier ist das Risiko, das verwirklicht sich gerade. Also bitte, wir müssten zu einer Lösung kommen. Dankeschön. Gerne.